Hallo zusammen, ich habe mich für ein weiteres Video entschieden. Diesmal geht es um die Schichten und Schichtzeiten beim Lokführer. Eine Anmerkung jedoch am Anfang, die Schichten können von EVU zu EVU anders sein und im DB-Güterverkehr sowieso, vom privaten Güterverkehr mal ganz zu schweigen. Und außerdem hängt auch innerhalb der DB viel von regionalen Betriebsvereinbarungen ab, wie der Schichtplan denn aufgebaut ist. Aber schauen wir doch jetzt mal rein. Hier haben wir jetzt eine Woche. Jede Box ist ein Tag und stellt eine Zeit von 0 bis 24 Uhr dar. Am Montag haben wir jetzt auch gleich einen weißen Balken. Dieser stellt eben die Schicht dar und beginnt hier beispielhaft etwa um 13 Uhr und endet um kurz nach Mitternacht. Und eine Woche könnte dann so aussehen. Am Dienstag haben wir auch etwa von 15 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Mittwoch und Donnerstag ist frei, das heißt ein Ruhetag. Am Freitag geht es dann erst um etwa 14 Uhr los, bis um 1 Uhr in der Früh. Und Samstag und Sonntag geht es dann auch jeweils 14 oder 15 Uhr los und eben auch bis Mitternacht. Grundsätzlich ist jede Woche auch anders. Die darauffolgende Woche 2 könnte dann folgende Schichten haben. Am Montag hat man auch erstmal frei, ein Ruhetag. Am Dienstag geht es dann um 12 Uhr los bis etwa 23 Uhr. Am Mittwoch kommt dann die erste Nachtschicht, die beginnt etwa um 21 Uhr und geht bis 6 Uhr. Am Donnerstag nochmal dieselbe Nachtschicht, geht auch von 21 bis 6 Uhr. Am Freitag kann man dann ausschlafen, muss man nichts tun. Und Samstag und Sonntag hat man auch noch frei. Natürlich weiß man auch mehrere Wochen im Voraus, an welchen Tagen man denn arbeiten muss oder eben frei hat. Dementsprechend sind diese auch auf dem Plan eingezeichnet und eben durch die verschiedenen Wochen unterteilt. Woche 3 würde dann so aussehen: Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Spätschicht, am Freitag ein Ruhetag und am Samstag geht es dann schon in die Frühschicht über, zum Beispiel von 4 oder 5 Uhr bis 12 Uhr. Am Sonntag dann auch wieder Frühschicht von 5 bis 13 Uhr. Woche 4 würde dann auch wieder mit einer Frühschicht beginnen. Am Dienstag hat man dann einen Ruhetag. Mittwoch, Donnerstag und Freitag ebenfalls wieder Frühschicht. Samstag und Sonntag frei. Und die Woche 5 beginnt mit Montag und Dienstag einer Frühschicht. Am Mittwoch hat man einen Ruhetag. Dann Donnerstag und Freitag auch wieder eine Frühschicht, Samstag auch eine Frühschicht und dafür am Sonntag frei. Je nachdem, wie viele Lokführer einer Einsatzstelle eben zugeordnet sind, könnte es hier dann wieder mit der Woche 1 beginnen oder es geht etwa bis Woche 20, bevor es dann wieder mit Woche 1 beginnt. Arbeitszeiten der Schichten können zwischen 6 bis 12 Stunden betragen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass dies nur ein Beispielplan ist, der so nicht existiert und außerdem wird keine Rücksicht auf Betriebsvereinbarungen oder sonstiges gemacht. Das dient nur als grobes Beispiel. Auf den ersten Blick sieht das möglicherweise etwas negativ aus, aber wenn man mal auf den zweiten Blick schaut, dann sieht das ein bisschen anders aus. Auch die Medien reden ja immer nur über die Nachteile wegen Wechselschichtdienst und Arbeit am Wochenende. Ich persönlich finde das aber ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn man nicht zu den üblichen Zeiten arbeitet, ergeben sich nämlich eine Reihe von Vorteilen. Das erste wäre zum Beispiel einkaufen und shoppen gehen, wenn nichts los ist in den Geschäften, anstatt abends nach der Arbeit oder am Wochenende noch schnell in den überfüllten Supermarkt zu gehen. Das zweite wäre zum Beispiel baden und wandern ohne Massenandrang, einfach mal an einen nicht besuchten Bach oder Fluss zu legen, ohne dass eine enorme Lautstärke von anderen Menschen existiert, das ist überaus entspannt. Wer Sport treibt im Fitnessstudio, muss nicht immer ins überfüllte Fitnessstudio am Abend gehen. Auch nach den Frühschichten oder vor den Spätschichten am Nachmittag hat man noch was vom hellen Tag und schönem Wetter und kommt nicht immer nur am Abend in der Dunkelheit heim und kann dort zum Beispiel auch die gerade erwähnten Sachen machen. Zuerst baden und dann völlig entspannt in die Arbeit gehen, ist hier möglich. Und ich bin jetzt auch nicht einer, der jedes Wochenende etwas macht mit Freunden. Deswegen muss ich auch nicht zwanghaft aus, ich sag mal, ideologischen Gründen jedes Wochenende frei haben.
ob ich jetzt Samstag, Sonntag frei habe und dort nichts unternehme oder zum Beispiel Montag, Dienstag, ist eigentlich völlig egal. Und je nach Region arbeitet man auch keine 5 Tage hintereinander mehr, eher so 3 oder 4, was alles auch viel entspannter macht, während die normalen Arbeiter, sage ich mal, sich am Montag schon auf Freitag freuen, wie man es ja immer so kennt, und keine Lust mehr auf die 5 Tage hintereinander hat und man sich dann nur noch aufs Wochenende freut. Und je nach persönlichem Befinden merkt man das frühe Aufstehen zum Beispiel um 3 oder 4 Uhr irgendwann gar nicht mehr. Ich bin gleich in der Früh topfit. Das Einzige, was ich nach wie vor komisch finde, ist, wenn man um 4 Uhr anfängt, dann einige Stunden arbeitet und dann ein Fahrgast noch einen guten Morgen wünscht, aber die innere Uhr fragt sich so, hä, noch guten Morgen? Und dann schaut man so auf die Uhr, die erst 8 Uhr anzeigt, und dann denkt man sich so, ah ja, ist ja erst 8 Uhr, während der Kopf eigentlich schon auf Mittag war. Da kommt halt auch vieles darauf an, wie man dem gegenüber eingestellt ist. Wenn man nur immer das Negative sehen möchte, wird man nicht froh, und dann sollte man sich besser einen anderen Beruf suchen, anstatt hier im Schichtdienst zu arbeiten. Und jetzt noch einen kurzen Überblick zu einer beispielhaften Frühschicht. Eventuell mache ich hierzu noch ein eigenes Video, da bin ich mir aber noch nicht so sicher. Das werden wir dann sehen. Schichtbeginn ist etwa um 4 Uhr. Dann kommt ein etwa 30 bis 40 minütiger Vorbereitungsdienst am Zug, je nachdem wie viele Zugteile man hat. Eventuell rangiert man den Zug noch zum Bahnsteig. Danach eine Fahrt von A nach B. Dort 30 Minuten Pause. Anschließend eine Fahrt von B nach C, wo man gleich eine Rückfahrt von C nach D hat. Wiederum gleich eine Rückfahrt zurück nach C, dann 45 Minuten Pause. Von C geht's dann zurück nach B, 10 Minuten warten, dann rangieren, wieder 30 Minuten Pause. Von B zurück nach A, wo man angefangen hat, dann den Zug abstellen oder an einen anderen Lokführer übergeben und dann Feierabend um etwa 13 Uhr. Vieles hängt hier auch von den regionalen Gegebenheiten und vom Fahrplan ab. Wenn also auf einer eingleisigen Strecke zum Beispiel der Fahrplan so gestrickt ist, dass nach Ankunft des Zuges 8 Minuten später gleich wieder die Abfahrt ist, dann hat man dort keine Pause, sondern fährt gleich wieder weg. Wenn der Fahrplan dann aber vorgibt, dass die Abfahrt erst 30 Minuten später ist, weil kurz vor unserer Ankunft schon ein anderer Zug abgefahren ist, dann hat man dort natürlich wieder die längere Pause. Und was macht man jetzt während der Pause? Das bleibt einem natürlich selbst überlassen. Zum Beispiel kann man den Einkauf tätigen, dann muss man das nicht mehr in der Freizeit machen, was ziemlich viel Zeit einspart. Oder man geht an den See, holt sich ein Eis und genießt ein bisschen die Sonne. Das ist selbstverständlich auch möglich, sofern man natürlich einen See in der Nähe hat und man dort Pause hat. Oder wenn jemand müde ist, Mittagsschläfchen vielleicht gefällig. Oder wenn man mal wieder sein Buch zu Ende lesen möchte, ist das auch möglich. Oder wenn man eher kommunikativ ist, kann man natürlich auch mit den Kollegen quatschen und die Sonne draußen genießen. Und wer sich jetzt denkt, die sollen gefälligst mal arbeiten, dem sei gesagt, ein Zug kann natürlich nur fahren, wenn der Fahrplan dies so möchte oder eben Rangiertätigkeiten anstehen. Im Büro kann man ja auch nur arbeiten, wenn der Computer nicht defekt ist. Eventmanager können nur arbeiten, wenn es Events gibt. Und Piloten können auch nur fliegen, wenn es einen Flug gibt. Ja, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich habe den Interessierten einen Überblick über die Schichten und die Vorteile verschafft. Möglicherweise haben auch andere einen anderen Blick jetzt auf den Schichtdienst. Ciao, bis zum nächsten Mal.